Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema: Steht ein historischer Bullenmarkt bei Goldaktien bevor? Disclaimer. Goldaktien unterbewertet gegenüber Gold. Am Beispiel des SAU-Index im Vergleich zur Goldpreisentwicklung kann man sehen, wie niedrig Goldaktien immer noch bewertet sind. James Turk schreibt, dass dieses Gap nach der Finanzkrise im Jahr 2008 begann und sich bis heute bestehen geblieben ist. Wenn dieses Gap geschlossen wird, also Goldaktien wieder wie vor 2008 bewertet wird und an Gold aufschließen, wird dies zu einer unvorstellbaren Kursexplosion bei Goldaktien führen. Das ist auch der Grund, warum wir die Unterbewertung kaufen, weil wir auf diese Preisexplosion sitzen. Die Grafik sagt es, Sie sehen, Gold und Goldaktien sind mehr oder weniger bewertungstechnisch haben sich relativ ähnlich verhalten, obwohl sie schon damals einfach eine super Performance hatten. Aber seit der Finanzkrise verhalten nicht so, als ob denen quasi der Arm ausgerenkt worden ist und keine Kraft mehr. Und vermutlich ist auch genau das passiert. Die haben einfach im Grunde genommen den Goldaktienmarkt komplett kaputt gemacht, um wirklich jede Form von Begeisterung rauszuschlagen. Wahrscheinlich auch, um selbst jetzt nachzukaufen, um wiederum jetzt vermutlich an den sehr großen Gegenbewegungen, die dann irgendwann auch kommt, überproportional zu profitieren. So wie wir das auch fühlen. Also im Grunde genommen müssten die ganzen Goldaktien erstmal überhaupt zu Gold aufschließen. Und vermutlich wegen dieser tiefen Untertreibung dürfen sie auch übertreiben. Also das Potenzial rein von diesen Chartbeobachten erscheint einfach gigantisch. Ja, hier nochmal eine Aktie. Es handelt sich hier um einen angehenden Goldproduzent aus dem Yukon, Kanada. Moderates Risiko. Also das Unternehmen hat zwei Goldgrundstücke, das Aumar-Goldprojekt und das Highland-Goldprojekt. Sie visieren eine jährliche Produktion von 100.000 Unzen an. Aumar ist in unmittelbarer Nähe des Eagle-Projekts von Victoria Gold und des Silbergebiets Keno Hill von Alexis Resources, also einer der seltenen hochgradigen Silberproduzenten in Nordamerika, Kanada, und ist äußerst aussichtsreich für Gold- und Silbermineralisierung. Nachgewiesene Ressourcen haben sie derzeit 1 Million Unzen Low Grade. Sie gehen aber fest davon aus, dass sie mindestens 2, vielleicht bis sogar 5 Millionen Unzen weiteres Potenzial hinzugewinnen können. 10.000 Hektar ist das Gebiet und beispielsweise die letzte Meldung war vom 3. Mai 2022, 3 Gramm pro Tonne auf 21,2 Meter. Das heißt, es ist auch höhergradiges Gold drauf, was auch sehr attraktiv für zukünftige Bewertungen sein kann. Das Highland-Projekt, dort haben sie ungefähr ca. 500.000 Unzen, auch Low Grade, 0,38 Gramm pro Tonne, beziehungsweise 0,8, also 0,3 Gramm bis 0,83, also Low Grade, insgesamt 25.000 Hektar. Alle diese Gebiete haben, besonders auch das Highland, hat ein riesiges Explorationspotenzial, was auch nochmal die Preiserwartung, die Preissteigerung komplett ändern kann. Ich habe einfach mal jetzt hier 3,5 Millionen Unzen Silber, Low Grade, angesetzt, daher auch dieser Abschlag um 50% bei Grad des Goldes. Und lande in Kanada 1, kommen wir auf einen Potenzialfaktor von 18. Das heißt, die Aktie könnte um das 18-fache steigen. Ich habe das jetzt hier, sehe ich gerade, nicht berechnet, aber das heißt ungefähr von 0,4, dann mal 20 sind dann ungefähr, ja, vielleicht irgendwo zwischen 5 und $10 dürfen wir diese Aktie wiedersehen. Aber wir wissen nicht, wie die Mania das ist, bewertet, wenn ein richtiges hartes Käuferverhalten hinzukommt oder also gieriges Käuferverhalten, dann kann das noch wesentlich höher getrieben werden wegen des Explorationspotenzials und auch der guten Lage etc. Aber das ist erstmal so ein theoretischer Wert, wo es vielleicht hingehen könnte bei einem Goldpreis von $2.500.
Sie sehen aber auch, dass man eben diese Aktie, dass das ist ein ständiger guter Gewinner ist, die kriegt man eben auch nicht mehr für 5 Cent zu kaufen, wie man das noch Anfang 2020 bekommen hat. Das hat sich im Grunde genommen tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, verfünffacht, mehr oder weniger. Quatsch, verzehnfacht. Muss man sich mal vorstellen. Also Gold ist im Grunde genommen, hat sich Gold ja gar nicht bewegt, wenn man das so sagen will. So seit den absoluten Corona-Tief hinter uns gelassen haben. Und trotzdem steigt eben die Aktie von 5 Cent auf 50. Das sind die meisten Leute nicht bewusst. Was zeigen Sie mir die Aktie, die einfach so um das Zehnfache steigt? Klar, tun Goldaktien nicht alle. Es gibt durchaus viele Ausfälle. Aber trotzdem, wenn Sie sich einfach mal überlegen, es kann zu einer Mania kommen, dann kann sich dieser gesamte Sektor meines macht nochmal verzehnfachen. Und dann wirkt dieser Hebeleffekt. Und wer hier früh eingestiegen ist und ausgehalten hat, hat meiner Meinung nach absolute Chancen, da den Reibach seines Lebens zu machen. Jedenfalls, das ist ja ein Großteil der Motivation, warum wir bei Goldaktien dabei sind. Und das bedeutet eben diese anormalen tiefen Bewertungen. Wenn das sich lösen sollte, ist das das Investment des Jahrhunderts. Okay. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, zu sortieren nach moderatem, hohen und sehr hohen Risiko. Den Potenzialfaktor zu brechen, soweit es möglich ist. Eine Exit-Strategie ist auch dabei, also eine Liste von Aktien oder Aktiengruppen oder Branchen, die man kaufen sollte, wenn dieser Boom vorbei ist. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das ist eine sehr unkomplizierte Abwickler. Sie überweisen einfach, es wird an Ihrem Metallkonto gutgeschrieben, ist dann sozusagen in der Schweiz. Sie können es auch jederzeit verkaufen, keine Mindestinvestitionsmenge. Und ganz wichtig, Sie sind auch in anderen Zeiten, wo andere Händler teilweise ausverkauft sind, Sie immer an Gold und Silber gekommen. Nicht ganz unwichtig vielleicht in der vor uns liegenden Zeit. Ja, wenn Sie physisches Gold jetzt sag ich mal, im Laden etc. kaufen wollen, gucken Sie einfach erstmal auf gold.de. Da werden einfach die verschiedenen Händler einfach gegenübergestellt. Dann können Sie sich die günstigsten aussuchen. Nicht, dass Sie überteuertes Edelmetalle machen, wie ja viele oder wie ja einige auf YouTube werben, mit großen Dramatik da Videos inszenieren, tägliche Themen hinterherläufen. Eigentlich nur alles um eine Spontanreaktion auszulösen, damit sie beteuertes Gold und Silber machen. Also auf die Masche bitte nicht reinfallen. Vorher informieren, zum Beispiel auf Preisvergleich hier, gold.de. Ja, nochmal weitere Informationen. Mit welchem Broker kann man in der EU arbeiten? Mit welchem in der Schweiz? Wo kann man es einlagern? Weitere Informationen zu Goldaktien. Gibt es auch Informationen über Bücher, andere Links. Auch Videos sind mit verlinkt, zum Beispiel von Uwe Bergold. Meiner Meinung nach sehr wichtige Videos, sich einfach mal anzugucken. Ja, wenn Sie Fragen hinsichtlich Zustellungsproblemen oder Rückfragen haben oder einfach nur generell Fragen, rufen Sie einfach diese Nummer an. Ich sehe das dann, ich kann Sie dann nach der Arbeit zurückrufen abends. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Besten Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.